Hallo und herzlich willkommen bei hoffentlich der letzten Ausgabe dieses Abschnittes. Ich bin jetzt quasi in der großen, großen Hoffnung, diesen Abschnitt, diesen Hub zu erledigen. So, lasst uns mal reinschauen. Ne, hier nicht. Warte mal, hier rein. Okay, weg, du Item-Slot. Ne, warte mal, in der Karte war es. Hier war es. So, wir sehen, wir haben den Cave Key, wir haben den Horn Key, wir haben den Swamp Key und wir haben den Castle Key, glaube ich. Und wir haben sogar noch eine Rüstung und ein Schild. Der Helm ist irgendwie wieder verschwunden. Schade, und das Amulett auch. So, wir sind wieder in den Wastelands. Und diesmal weiß ich auch, wo es lang geht, denn ich habe den Horn Key noch nicht benutzt. Schauen wir mal auf der Karte. Das war hier unten, glaube ich, ne? Und ich bin da. Das sieht doch gut aus. Eigentlich weiter geradeaus. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Hier spawnen wieder irgendwelche Feinde. Das ist nicht so schön. So, bin ich jetzt auf dem richtigen Wege? Ich denke schon, oder? Hier müsste doch gleich eine Tür sein. Drumroll. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Hier ist der neu gespawnte Feind. Und da oben ist der Hornkey Shiat. Also bin ich hier genau richtig. Genau. Schlimm. Oh, das ist ja eine coole Tür. Geht einmal zur Seite. Guck mal, hier ist mehrerlei gleich. Ob hier auch gleich so ein Teil des Rätsels versteckt ist? Nur wo? Nee, der ist nicht hier. Der ist wahrscheinlich nach dem Portal. Ich bin ein bisschen weit unten, oder? Wollen wir mal gucken, ob wir die Kamera ein bisschen senken können. Schaut mal, bin ich jetzt besser dran? Ja, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen besser dran. So, wollen wir es probieren? Wir wagen es einfach mal. Huch, huch, huch. Das war ja komisch. Habt ihr das gesehen? Da war irgendwie die Teleportation ein bisschen Zeit verschoben. Und dann habe ich gleich... hier Fledermausschüsse in die Schnauze gekriegt. Und witzig ist, dass da gleich diese Plattformen gespawnt sind. Und ich weiß auch, glaube ich, wo ich bin. Ich bin jetzt in diesem, genau, da, wo ich vorhin nicht reinkommen konnte. Und hier geht es dann gleich die Trap hoch. It's a trap. Also zwei Treppen. Einmal die leuchtende Treppe. So, jetzt müsste ja eigentlich langsam diese Türen aufgehen da oben, ne? Jetzt müsste ich wieder in den Gang zurückkommen. Ja, ich weiß genau, wo ich jetzt bin. Ich wusste nur nicht, dass es eine Cave Key Door ist. Genau. Genau, hier stand ich ja schon ein paar Mal davor. Schön, jetzt haben wir wenigstens das geklärt. Jetzt bleiben nur noch zwei Fragen über für mich. Und zwar, wo ist der Schalter, den ich ja brauche? Und wo ist dann der zweite Schalter? Weil ich brauche ja zwei. Oh, ich hätte mal speichern sollen, oder? Ich speichere erst einmal. Das ist mir nämlich ein bisschen suspekt hier über der Lava. The floor is lava, nämlich. So, Trommelwirbel ist hier noch ein Feind drin. Ne, die habe ich ja vorhin schon umgenietet. Hier ist nur eine Urne. Und der Schalter. Und damit fehlt nur noch ein Sechstel. Und ich weiß auch genau, wo es ist. Ich hoffe nur, dass sich da jetzt auch irgendwas getan hat. Sonst kann ich lange suchen. Ne, hier hinten ist gar nichts mehr. So großartig. Da unten war die Treppe, wo ich hoch war, oder? Ja, ja. Ja, das war's dann. So, bin ich jetzt auf der richtigen Spur? Ja, ich glaube. Plim. So, ja, dann hoffe ich, dass jetzt die Tür offen ist, weil sonst weiß ich nicht, wo es weitergehen soll. Die Tür von diesem komischen Palast da hinten. So, Quick Save. Nochmal gucken, wo geht's am schnellsten zu diesem Palast hin? Ich glaube, da lang, wenn ich es richtig sehe. Ja, ich glaube, das ist er. Ich glaube, dies ist der richtige Weg. Und dann hier. Oder? Ne, hier ist fast schon schneller. Hier ist fast noch schneller. Ja, hier ist der Palast. Und da war die Tür leider zu. Vielleicht ist sie ja jetzt offen. Wenn nicht, habe ich nämlich keinen Plan, wie die... Die ist zu. Wie sollen wir die denn öffnen, liebe Leute? Guckt mal. Ich bin jetzt ratlos. Das hatte ich echt... Ich hatte echt gehofft, dass das sich klärt. Oder ist jetzt die Tür dort offen? Schaut mal, seht ihr sonst irgendwie eine Möglichkeit, da reinzukommen? Es sieht schon so aus, als ob auf der anderen Seite hier... Ne, auch nicht, ne? Aber auf der anderen Seite ist irgendwas. So, pass auf, ich gucke jetzt einmal hier in diesen Gang rein. Das kann ich anbieten. Hier unten war ja nichts, ne? Auch in der Ecke nicht, ne? Ich kann einmal hier in diesen Gang reingehen. Das kann ich anbieten. Aber ich glaube nicht, dass da sich was geändert hat, ehrlich gesagt. Warum sollte es? Siehst du? Ist immer noch genau der gleiche Shiat. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts Neues. Dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite schauen.
Plim, plim, plim. Hier ist auf jeden Fall ein neuer Gegner. Wo kam der her? Oder ist das einfach einer von diesen neu gespawnten? Hier hinten war auch nichts. Nö. Hier war auch nichts. Na, hier bin ich ja reingekommen. Aber guck mal, hier sind neu gespawnte. Was machen die? Guck mal, hier sind ganz viele neu gespawnte. Hier muss ja irgendwas Neues sein, oder? Da vielleicht? Aber da war ich ja gerade. Da war nichts. Da war nichts Neues. Hm. Ich sehe hier nichts Neues. Also ich suche jetzt noch eine Runde und wenn ich da nichts finde, dann nehmt es mir nicht übel, dann gucke ich aber nochmal in dem Dokument, weil das will ich euch nicht antun. Oder ist da ein Schalter? Guck mal, da ist da irgendwas. Wollen wir das nochmal anschauen? Wo ich jetzt sowieso schon hier in der Nähe bin? Wo war denn der schnellste Weg dahin? Ich glaube, hier lang. Dann hier unten lang. Ach Gottchen. Und dann weiter, ne? Glaube ich. Was war eigentlich hier nochmal? War hier irgendwas Spannendes? Achso, da war ich ja. Pass auf, ich will nochmal gucken. Doch nochmal gucken, ob hier irgendwo auch noch ein Schalter ist. Man kann ja nochmal schauen, weil normalerweise sind ja hier immer Schalter gewesen. Aber nö, hier ist nichts. Definitiv nicht. Und da nochmal reinbeamen bringt auch nichts. Nee, der muss da in diesem Palast sein, weil wozu ist sonst diese Tür da? Irgendwas muss es damit auf sich haben. Nur wie man den öffnet, habe ich jetzt noch nicht verstanden. So, das letzte Mal, dass wir hier lang gucken. Oh Gott, ich weiß es noch hier. Zerquetscht man sich gerne selber. Achso, dieses so rum geht er. Plipp. Gerade so geschafft. Obwohl eigentlich gerade so ist gut. Es war eigentlich gar kein Problem. So, jetzt ist die Frage, ob hier nicht doch irgendwo noch ein Schalter war. Und zwar hier vielleicht, weil da sieht es so ein bisschen doch nach irgendwas aus. Seht ihr das? Irgendwas scheint da doch zu sein. Da unten ist was, seht ihr das? Soll ich es wagen? Ach so, hahaha, das ist einfach nur, falls man runterfällt, kommt man wieder hoch. Toll. Ne, die spare ich mir. Den sparen wir uns, oder? So, sonst sehe ich hier auch keinen Schalter und nichts. Nö. Nee, das muss in diesem... Ah, sorry. das muss in diesem Tempel dann sein. Also diesem... Ist ja kein Tempel. Huch, was war das? Nur ein Texturfehler. In diesem Palastding. Oder was auch immer das sein soll. So, dann nehmt es mir nicht übel, bevor wir jetzt alle 10.000 Stunden Doppel- und Trippel checken, wo es lang geht. Gucke ich nochmal ganz kurz online. Okay, liebe Leute, es scheint so, als hätte ich eine Sache komplett ignoriert und hätte sie nicht ignorieren dürfen. Und ich erkläre euch auch, warum ich dachte, dass es irrelevant ist. Der Teleporter da oben, ja? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der, wie bei den anderen Areas, mich nur wieder in irgendeine Cave-Area oder irgendwas rein teleportiert und dass das hier der Wichtige ist, ja? Weil bisher in Wasteland, in Caves of Circe... Nee, sorry, Wasteland sind wir ja jetzt hier. In Caves of Circe und in, wie ist denn der andere nochmal? In Swamp-Krams. Da waren diese Teleporter immer nur die einen zu der jeweils anderen Welt teleportiert haben, wo man schon drin war. Angeblich scheint das jetzt zu sein, wo ich rein muss, wo es weitergeht. Also lasst uns mal schauen. Nein, ich bin jetzt in den Caves. Siehst du, genau so, wie ich es mir gedacht habe. Ha. Das ist doof. Das ist nicht das, was ich wollte. Hm. Komisch. Nee. Okay, nein, dann habe ich mich verlesen. Sorry. Jetzt passt auf, jetzt passt auf.
Also angeblich kann man die Tür öffnen, liebe Leute. Ich habe es jetzt nochmal gelesen. Also sorry, dass ihr ein bisschen warten musstet. Falls ihr gewartet habt und nicht vorgespult habt oder ich es nicht geskippt habe. So, jetzt können wir mal das Following wieder ausschalten. Jetzt gehen wir mal wieder schnell da hinten hin. So, wo war jetzt diese riesen Swamp Area? Am besten ist, glaube ich, hier gerade durch zu, ne? Ja, ich glaube, jetzt bin ich gleich da. Genau, hier ist der Swamp. Oh nein, hier sind bestimmt wieder diese doofen Viecher. So, angeblich soll die Tür offen sein, wenn man alle Gegner umgenietet hat. Aber guck doch mal, ich habe doch alle umgenietet, oder nicht? Hier war niemand drin, richtig? Ein Schalter ist hier auch nicht, richtig? So, dann haben wir hier nichts weiter sonst. Außer hochgehen, alle umnieten und Tür öffnen. Oder? Öffnen kann ich sie selber nicht. Ein Schalter ist hier auch nicht. Und alle Gegner habe ich doch umgenietet, oder nicht? Also angeblich soll die Tür offen sein. Dann habe ich hier irgendwas falsch gemacht, scheinbar. Warum ist die Tür nicht offen? Die Dinge hatte ich mir schon angeguckt, da war nichts mit. Ich meine, ich höre hier noch so ein Grunzen, ne? Aber seht ihr irgendwas? Hier unten irgendwo? Irgendwas irgendwie? Also ich meine, ich hätte sie alle umgenietet. Ich meine, hier ist nichts mehr. Selbst wenn hier noch Grunzen zu hören ist. Gab es dann irgendwie einen Bug oder so? Hätte jetzt die Tür sich öffnen müssen und tut nicht? Und auf der Karte einen Schalter sehen tut man auch nicht, richtig? Hatte man schon geguckt. Obwohl es ein bisschen komisch aussieht. Jetzt öffnet sie! Ich habe die falsche Türseite gedrückt. Kann das sein? Oder in der Mitte und man durfte nicht in der Mitte drücken? Ey Leute, ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe da mindestens 50.000 Folgen drauf gedrückt. So, hier muss ja irgendwo das Puzzle-Piece sein. Also aufmerksam. Genau, hier ist es. Gut, das Puzzle ist somit erledigt. Oh, und da kommen natürlich noch neue Gegner, weil warum nicht? Hier ist nichts mehr. Da hinten ist auch nichts mehr, oder was? Nee. Okay, dann habe ich umsonst gelesen. Speichern und weiter. Ja, ich habe einfach verkackt, weil ich falsch gedrückt habe. So, die Swamp Area wollen wir gar nicht. Mist, Mist, Mist. Die haben wir schon. Jetzt müssen wir wieder geradezu zum Portal. So, und jetzt denke ich mal, dass wir diesen Abschnitt langsam beenden können. Oder? Einmal durch die große Tür durch. So, hin zur großen Tür. Die kenne ich, die schaffe ich. Das war... Ach man, hier hinten lang. Sop, sop, sop. Die müsste ja hier drin gewesen sein. Und da ist dann bestimmt irgendwie ein Kampf und dann ein Schalter und dann geht's raus aus dieser Area und dann haben wir es geschafft endlich, ja? Diesen Shadowwood-Abschnitt. So, alle an. Tür ist auf. Oh. So. Plom. Gut. Ich glaube, das Nahkampf bei denen wirklich passt. Ich habe ihn ins Portal reinge... Habt ihr gesehen, dass er nicht teleportiert wurde? So, endlich mal wieder Blue Mana. Das ist gut. Nehmen wir. Das war's wohl. Schon. Okay. Oh shit, dann kommt doch noch ein Abschnitt. Mal gucken, wie der heißt. Hypostyle. Oder Hypostel. Tja, liebe Leute. Den machen wir aber das nächste Mal. Bis denne. Ciao. Hehehehe.